So, meine Herzchens da draußen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ach, da ist mein Mikrofon. Ich habe mein Mikrofon vergessen. Also, nochmal, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stranded Deep. Ja, da sind wir jetzt, genau. Was ist beim letzten Mal passiert? Wir wären fast gestorben, jetzt haben wir es überlebt, wie ihr sehen könnt. Und die Wracks habe ich tatsächlich mal außen vor gelassen. Ich habe mich eigentlich nur geheilt. Wir haben jetzt hier soweit alles aufgebaut, womit wir erstmal leben können. Abgesehen vom Feuer, wir müssen mal gucken, dass wir hier einen anständigen Smoker irgendwie herstellen. Wir bleiben eine Weile hier. Da haben wir noch Dings drin, Tücher. Alles in trockenen Tüchern, das ist schon mal sehr gut. So, wir haben auch Clays hier gefunden tatsächlich. Das heißt, wenn wir in unsere Heimatbase wieder zurück sind, dann werden wir uns dem widmen und ebenso den. Ja, damit wir mal unseren Motor benutzen können von unseren Bötchen, ne? Ich muss mal ganz kurz nochmal kurz bei OBS gucken, wie die Kamera gerade sitzt. Augenblick. Ich habe hier ein bisschen rumgeguckt. Ja, sieht gut aus, ne? Was kann mich ja schon verunstalten eigentlich, ne? So. Gut, jetzt brauchen wir aber einen Smoker. So, Smoker, wir benötigen dafür einmal hier. Und Holz haben wir am Start. Und Tücher, also wir brauchen einmal quasi noch ein Seil. Und dann happy das. Dann happy das. Und wichtig, dass ich mir die ganzen hier Baumstämme mitnehme. Nun ist die Frage, wird es nachts oder wird es tags? Da bin ich mir jetzt noch nicht selber drüber einig. Wir werden es wohl jetzt demnächst leicht herausfinden. Leicht. Ich habe das Gefühl aber, dass es jetzt nachts wird. Und Obacht, hier war eine Nähe. Ich bin im Baum festgebackt. Hier war eine Nähe. Noch ein Seeigel irgendwo am Strand. Da müssen wir echt aufpassen, dass wir nicht aus Versehen reinlatschen. Da ist eine Bötchen. Feuer, wie es macht. So. So. Ein Frosch, der in meinen Halse. Praktischerweise habe ich hier noch. Nochmal Seile am Boot gefunden. Dabei. Ist ja jetzt nicht so, dass ich mir das aufbewahren wollte, ne? Beim Pipi. Ich bin gerade echt übelst genervt gerade. Oh Mann. Hier nervt mich auch so eine Fliege die ganze Zeit. Unter meinem Schreibtisch. Die wohnt unter meinem Schreibtisch, die Fliege. Und denkt dann, ja, ich überrasche ihn einfach jetzt mal und fasse ihn einfach mal ganz vorsichtig an. Und dann ist das doch scheiße. So, pass auf, hier haben wir mal noch Klamotten. Smoker. Ja, komm. Da habt ihr den. Jetzt können wir auch endlich unser Fleisch hier verbrutzeln. Unser Haifleisch. Vielleicht denn doch. Warum kann ich den. Ist das, liegt es daran, dass es vergammelt ist oder was? Steht nichts drüber drin, ne? Dass es irgendwie vergammelt ist oder so ein Scheiß, ne? Warte mal. Oh ja. Ich kann ja nicht so viel essen. Aber vielleicht hätte ich es nicht durchräuchern müssen, ne? Zwei Stunden später. Noch Knüppel am Schlüssel? Ne. Er geht nicht ran. Er macht das Ding ran. Er muss es. Oh, es ist noch gut. Okay. Ja, das hätte ich mal wissen sollen, ne? Hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber, ja. Ja, scheiß die Wand an, ne? Dass da jetzt auch noch hier so ein Seeigel irgendwo da ist. Oh.
Und ich habe natürlich jetzt keine Lampe dabei. Wo sind die eigentlich hin? Warte mal, hier habe ich doch alles abgeworfen. Meine Speere, pipapo. Was haben wir hier drin? Die Klamotten, ne? Dann lass uns doch die hier mal einsammeln. So. Oh, komm schon. Und jetzt. Döp, döp. Sperren wir mal mit. Alter, Fliege, geh mir hier nicht auf den Keks. Husch! Warum sind die auch. Warum, was hält ihr denn von mir? Was findet die Fliege so toll? Riech ich etwa? Nein, ich befürchte nicht. So. Wo ist das? Da, genau hier! Was für ein Arschloch! Oh, ich könnte. Dass man diese Viecher auch nicht beseitigen kann oder so, ne? Ich meine natürlich, das ist der Kick natürlich von. Diesem Spiel. Wo man sagen muss, hey, sei vorsichtig, wo du längst läufst. Du könntest in irgendwas Dummes reintreten. Ja, da war mal Pipi. So, dann warten wir jetzt einfach, bis es Tag wird. Und dann gucken wir mal nach den Wracks. Da vorne wäre eins und hier wäre eins. Ich glaube, auf den einen oder anderen habe ich sogar noch Reifen gesehen. Ich glaube, ich möchte nämlich auch unser Boot trotz all dem ein bisschen... Alter, diese Fliege nervt. Erweitern, tatsächlich. Das heißt... Wie wollen wir es erweitern? Ich erzähle euch das. Nicht, dass hier zwei nebeneinander liegen. Guckt mal! Zwei sind das! Ich bin gar nicht da reingetreten, sondern da reingetreten. Alter, ist das asozial, Alter. Dieses Spiel ist so asozial. So. Dass ich dann hier vielleicht einfach mal weiter loslege hier vorne. Obwohl andersrum ist es auch scheiße wegen Dings. Vielleicht hier verbreitern einmal. Eine Runde weiter verbreitern hier. Zwei Dingens und da zwei Dingens. Das wäre natürlich nicht schlecht. Aber wisst ihr was? Boah, ich dachte gerade, das wäre ein großes Ei. Mal über die Reling rüber. Hopp. Alter, diese Fliege geht mir allmählich echt auf den Sack hier, ne? So. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Kriege ich eigentlich den ganzen Bund mitgezogen? Guck mal, hier ist noch Dings. Ich habe nicht so viel. Am besten wäre natürlich, wenn der Hai jetzt kommen würde und ich würde ihn hier abstechen, ne? Das ist Schildkröte, auch wie süß. Ich den ganzen Bund mitgezogen? Nee, ne? Nee. Muss ich jetzt nicht aufschneiden. Ja gut, da passiert nichts. Die fallen jetzt mal nur auseinander, ne? Oh, ich wollte gerade sagen, ne? Ach, ich muss aber Seil nehmen und dann kann ich das zusammenzurren. So geht das auch. Das Planschen hat er bestimmt nicht gehört. Da heißt nämlich Tauber. Der ist ein bisschen. Der ist alt und der hört so etwas nicht. So. Wir haben 9 Speere. Wenn der Hai jetzt kommen sollte, ob das reicht? Ich weiß es nicht. Ist auch noch eine Plane drin. Und eine Lampe vor allen Dingen. So viele Lampen dabei. So. Keine Ahnung. Guck mal hier, da habe ich noch. Ist auch cool. Hier ist leere.
Ja. Hier ist leer. Dann brauche ich das Essen ja nicht mit mir umzuschleppen, Augenblick. Warte, das was gut tut, das machen wir hier hin. Müssen wir bald neue Seile herstellen. Ist halt so. Wollten ja noch unser Gyroskopter machen nochmal. Gyrokopter. Dabei wäre es aber schon praktisch, wenn man da wirklich... Und ich schon wieder rüber. Okay, gut. Der Hai hat uns noch nicht gescheckt. Gut. Was wollte ich sagen? Nee, nicht blöd. Da kann ich was draus machen, Freunde. Das geht. Oh. Warum nicht? Seil und so habe ich dabei. Geht es nicht so mit einem Angucken mehr? Haben wir es verlernt? Oh, warte mal. Ich muss mal ganz kurz gleich einen Schluck Kaffee trinken. Genau. Zwei, guck mal, dafür brauche ich nur zwei. Ja, dann mach doch, stell her. Oh, ich habe keinen Hammer dabei. Ich raste aus, ich habe keinen Hammer dabei. Oh mein Gott. Aber Hauptsache jede Menge Speere, ne? Dann sollte Hai jetzt aber auch gleich mal kommen. Wo habe ich denn meinen Hammer? Mein Hämmerschen, da. Einer von meinen vielen. Also das müsste ich bald mal einen neuen herstellen. Da ist ja der Hai. Hai auch. Ach, komm. Ich hab den doch gerade gehört. Ich hab mich aber nicht getäuscht. Der Hai ist hier in der Nähe. Da, guck, da ist er doch. Haben wir eine bessere Idee, wo wir den wegmachen können? Nee, da. Zu dunkel auch. Das ist nicht der Hai, das ist irgendwie so ein... Fischi, 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 Fischi! Mondspiegelung. Da hinten. Na, macht immer gerade das, worauf er gerade Lust hat, der blöde Hai, ne? So hier rum oder hier rum? Das Problem ist, wenn ich den hier nicht... Da ist er wieder. Wir riskieren das einfach gleich. Warte mal, pass auf. Ja, du mich auch. So. Ach ja, da war meine Trophäe übrigens gerade. Meine Megalodon-Trophäe. Boah, Alter, Fliege nervt doch nicht. Ich hab hier die Fliege so perfekt... Jetzt krabbelt sie mich schon wieder an. Hör auf damit! Ich meine es ernst! Wow. Na komm, genau. So. Wo hatte ich jetzt nochmal meine Sachen? Da. Nee. Blödsinn. Nee. Blödsinn. Nee, hey. Super Blödsinn. Auch nicht. Auch nicht. Und ich habe so viele Benzinkanister dabei, in der Hoffnung. Da war Sprit drin, da dachte ich so, ne? Und dann, da ist meine Clay. Ja, der Hai soll nicht nerven. Der ist jetzt aggressiv, der Hai. Der macht schon dünn, dünn. Können wir mal jetzt erzählen, wo meine Bleche sind? Meine Wellbleche? Da. Dort glaube ich nur zwei dafür, ne? Jo.
Schön. Gab es da noch irgendwas? Ich glaube, das Schiff haben wir durch jetzt schon, ne? Das haben wir durch. Mal kurz, kurz vor dem Kaffee. Ah, lecker. Und dann warten wir einfach bis nachts, tagswert. Dann gucken wir mal, dass wir vielleicht mal den Hai ein bisschen attackieren oder so. Vielleicht haben wir Glück, dass wir noch mehr solche Dinge. Dann können wir auf der anderen Seite auch noch mal was machen. Ich dachte gerade, da lief ein Schwein am Strand. Dabei ist diese Kiste, die ich noch herbeschaffen muss. Und aufpassen vor den Seeigeln. Okay, bis gleich. So, wieder Tag. Und der Hai hat mir gerade mein Bötchen umgekippt. Unglaublich, ja? Mal wieder. Mal wieder ist es soweit, ich muss mich über das Spiel aufregen. Das wäre für mich schon ein Grund, mit dem Spiel wirklich aufzuhören, weil es nervt absolut. Na, wahrscheinlich bei irgendwelchen Updates dann nachher ist das dann wohl auch vorbei. Das Problem, ich sehe diesen Scheißhai nirgendwo. Er traut sich ja auch nicht ran. Das ist das eben halt, ne? Man gibt ihm aber auch nichts. Das ist es. Er hat gar keinen Grund, hierher zu schwimmen. Weil hier nichts im Wasser ist. Die Musik ist aber noch auf Hai eingestimmt. Ein Speer konnte ich ihm mitgeben. Das war auch die einzige Möglichkeit. Das war mitten in der Nacht. Müssen wir abwarten. Oh Gott, unser Fluss ist aber auch gigantisch groß, ne? Ich dachte gerade, das wäre sein Rückensegel, hätte ich mal gedacht. Seine Ruderflosse, hätte ich mal gedacht. Wie nennt sich das Ding gleich? Schwanzflosse. Rückenflosse, ja. Na? Ob wir es wagen sollen, unser Fluss wieder umzudrehen? Die Musik ist wieder schön und herrlich geworden. Lässt sich nie wieder umdrehen. Operation Floß umdrehen. Wie stark sind wir? Na komm, na komm. Irgendwas ist passiert, aber was kann ich nicht genau sagen. Wir stehen irgendwie jetzt auf dem Fluss drauf. Gott, hey, jetzt ist das Spiel dämlich. Entschuldigung, dass ich das sage, aber es... Nun komm, drück das Scheißding weg. Hä? Mit, wie wir mit unserem Floß erstmal so rumschmeißen können einfach, ne? Auch schon der Oberhammer, finde ich. Ja, komm. Ah, komm, wir hatten es doch fast. Oder haben wir es ganz? Haben wir es geschafft? Yay. Sind stärker als ein Hai. Oh, sowas hasse ich immer bei diesem Spiel. Okay, pass auf. Ich glaube, der Hai ist ja, macht erstmal eine Pause, glaube ich. Sollten wir es riskieren, jetzt zum anderen Wrack zu schwimmen? Okay, das Wetter wird wieder schön. Ich finde das... Ich muss sowieso immer abbrechen, wenn das Wetter immer so scheiße wird. Beziehungsweise eine Pause machen. Oh Gott, das ist eine Giftschlange. Eine Wasserschlange. War da eine? Nee. Da hat mich wahrscheinlich nur getäuscht. Boah, aber schwimmen wir so langsam jetzt. Okay. Was ist das denn für ein Fisch? Nee, das sieht mir nicht.
koscher aus. Müssen aufsteigen jetzt. Da ist da. Haben nicht getroffen, oder? Doch, oder? Auf, was er kommt. Echt jetzt? Oh no, I'm bleeding. I'm fucking bleeding. Lass mich los. Du Tiger der Schwulhai. Ich gebe den Kampf aber nicht auf. Ich will ihn haben. Komm her, Hai. Der hat gesessen. Der verschwindet doch wohl nicht etwa. Der hat auch gesessen. Komm zurück, du scheiß Hai. Das ist eine Sache, die ja gut. Der Hai hat immer so schnell die Schnauze voll, denn einfach. Und gibt den einfach auf. So viel dazu, der gibt auf. Stech mir ihn ab. Er will uns in die Tiefe ziehen. Daraus wird aber nichts, Hai. Komm her zurück. Komm her zurück. Das muss ich jetzt aber auch lohnen. Oh, ich muss einmal auftauchen. Besser. Komm zurück. Ah, komm. Wir können das Maul sehen vom Hai. Oh, hat er uns gekillt? Wir sind tot. Und wann haben wir das letzte Mal gespeichert? Vor unserer Vergiftung. Das weiß ich. Ach, wie schön. So, wir machen jetzt mal eine Pause, bis wir wieder da sind. Und dann gucken wir mal, dass wir gleich wieder zu. Die Sache ist die, ich finde keinen vernünftigen Spot, wo ich auf den Hai lauern könnte. Ich habe vorgehabt, ihm eine Falle zu stellen. Was wohl nicht ganz klappen werden. Mal gucken. Oh komm, tauche auf, Junge. Ich hätte auch nicht erwartet, dass das jetzt so tief hier im Wasser ist, ne? Schade, ich habe gehofft, wir könnten da hoch oder so. Wie machen wir das jetzt? So. Nur, dass der Hai hier wäre. Das wäre natürlich super cool. Da ist nur eine Kiste, glaube ich, gerade, ne? Oh, kommt schon. Oh, kommt schon. Alter. Himmel. Da. Eine Kiste. Nice. Wir wollten auch Motorteile tatsächlich sammeln. Bloß ich bin gerade aktuell voll. Und damit mit dem Teil, was wir da drin hätten, könnten wir uns tatsächlich noch ein Regal bauen. Aber der Hai hat kein Interesse zu kommen. Die Musik hört auf. Die wunderschöne, herrliche Stranded Deep Musik hört auf. Und wir beobachten gerade einen Rochen, der gerade uns vorbeizieht. Ist der Hai in der Nähe? Wollen wir mal Lärm. Warum kann man die hier nicht fangen? Aber er hat kein Interesse zu kommen. Taucht er nur dann auf, wenn Wracks da sind? Aber hier, wir sind doch bei so einem Wrack. Aber wahrscheinlich ist das noch nicht abgewrackt genug. Okay. Aha, das Wetter wird wieder schön. Wir erinnern uns, kurz bevor wir gestorben sind, oder während wir gestorben sind, hatten wir gigantisches Wetter gehabt. Das muss wahrscheinlich daran gelegen haben.
Ja, dann nützt nichts. Dann muss ich erstmal Teile wegschleppen, dass ich so die Kiste jetzt erstmal zumindest mal bergen kann. Da müssen wir gleich mal wieder reinschalten. So, das mit der Falle hat ja nicht ganz so geklappt, weil wegen schlechtes Wetter auf einmal. Warte, was sagt denn jetzt hier? Ein bisschen Nahrung brauchen wir auch bald wieder. Wir müssen mal gucken, dass wir allmählich bald nach Hause kommen. Wir müssen jetzt aber auch als allererstes mal schauen, dass wir dieses Schiffwrack da mal unter die Lupe kriegen. Und dann wollen wir mal hoffen. Also ich muss sagen, der Megalodon, der war einfacher, ne? Als ein scheiß Tigerhai. Aber unfassbar hier, das Ganze. Glaube ich ja jetzt wohl nicht. Wie kommen wir denn da hin? Wo kommen wir denn da hin? Damit einfach mal so. Ohne groß nachzufragen. Ja, ist ja in Ordnung. Wieso hupt man mich? Hä? Wer hupt mich denn jetzt so viel an? Der Hai ist in der Nähe. Ich spüre seine Gegenwart. Ich spüre seinen Atem. Hä? Aus dem Kiemen. Er ist tatsächlich da. Bilde ich mir ein. Aber hier war ja auch nicht mehr. Ein Schiffswrack. Also, folgedessen ist damit die Insel für mich erstmal abgeschlossen. Dann bin ich am überlegen, ob wir erstmal nach Hause fahren. Ich habe ein schönes Regal gebaut nochmal. Ein sehr, sehr schönes Regal. Zeige ich euch. Das ist das schönste Regal der Welt. Geil, oder? Das ist doch mal ein Regal. Hm? Geile Nummer. So ein Geheimregal einfach. Maritimes Geheimregal. Naja. Schade eigentlich. Hat nicht so geklappt, wie ich mir das gedacht hatte, aber hey. Nobody's perfect, wie war das, ne? Schön. Ich werde jetzt noch ein paar Bäumchen mitnehmen. Dann wollen wir hier abdampfen. Ja, du solltest eigentlich in die Kiste gucken. Die ist voll. Die ist voll. Die ist nicht voll. Ich glaube ganz im Ernst, der Hai ist nicht da. Ich glaube, wir haben uns gegenseitig ermordet bei der letzten Folge. Eigentlich wollte ich mich ja schön rächen. Diese Fliege, ne? Unglaublich. Wahnsinn. Ich hätte in meiner Aufnahmepause klatschen sollen. Ah, wer macht das schon, ne? Das sind ja auch noch Lebewesen, oder? Hm? Die wollen doch, die kochen ja auch noch mit Wasser, oder? So, eine Art. So, hieraus gibt es drei solche Dingens. Nehmen wir alle dreimal mit. Oh. Es wird nicht besser, liebe Freunde, es wird nicht besser. So, jetzt darf ich mir nochmal schnell eine neue Axt herstellen. Und wie ging das nochmal gleich? Wir brauchen dafür so zwei solche Dingens. Ein Dingens und ein Dingens. Okay. Ja, nun haben wir natürlich keine Rocks hier, ne? Wäre jetzt auch zu einfach gewesen. Roxy, Roxy. Roggly. Mhm. Jetzt sind sie hier schon zu dritt. Da, zwei Rocks brauche ich. Hopp. Klasse. Hopp. Klasse. Wäre das jetzt wieder nachts? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ernsthaft? Jetzt wieder nachts, ja? Naja, haben wir den halben Tag nur mit Gewitter verbracht, ne? Halben Tag ist gut, den ganzen Tag schon fast. So, wir brauchen noch einmal das. This is what I need. Sind das hier Materialien? Nee, ne? Schade, nee. Aber sowas finde ich bestimmt auch bei uns an der Insel. Da muss ich mich gar nicht irgendwie groß Sorgen drum. So.
Müssen wir mit Messer machen, flott. Genau, Pock, Pock. Jawohl's. Brauchen wir mal Leder. Hier müsste Leder drin sein. Ich nehme einmal Leder mit und einmal das will ich haben. Und kann ich noch einmal mitnehmen? Jawohl. So, dann geht's los. Wir fangen an. Ich baue mir einen neuen Gürtel. Klasse. So, dann habe ich mehr Slots jetzt frei, oder was? Oh, das sieht doch gut aus. Naja, habe ich mir so vorgestellt. So, und jetzt brauchen wir Werkzeug. Roll, 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 roll. Eigentlich haben wir alles dafür, ne? Ach, jetzt brauchen wir noch so ein Ding. Noch ein Rock. Alter Schwede, das ist ja Beschiss ohne Ende. Da hinten ist ein Rock. Ja. Boah. So, und jetzt komm. Jawohl. Oh, ich könnte auch mal einen guten Speer mal wieder herstellen. Ach, ich weiß auch nicht. Mit Sicherheit können wir das. So, jetzt wird einmal kurz gespeichert und ja. So, wir sind wieder zurück in unserer Heimatbasis. Das ist doch was Feines, oder? War eine lange Fahrt, deswegen habe ich gedacht, okay, das müsst ihr jetzt nicht, das tue ich jetzt euch nicht an. Das tue ich euch jetzt nicht an. So, wir bauen hier so ein bisschen rum jetzt noch. Und dann, wie bauen wir das denn jetzt weiter auf? Erzähl mir mal. Wir gehen hier hoch. So. So, wie machen wir das? Hopp. Ja, vielleicht hüpfen wir noch zweimal. Denn, alter Schwede. So, jetzt aber, komm. Die Dächer machen wir fertig. Können wir die hier zerhacken, die Dinger? Natürlich mehr ist geil gerade. So, komm. Und dass die jetzt runterglinschen und ins Wasser fallen, das wäre super cool. Sehr gut. Einfach mal alles mitnehmen. Genau. Ich glaube, ich lasse dann hier irgendwo auch ein Loch hier in der Wand. Vielleicht hier so. Und dann mache ich da eine Leiter hoch. Könnten wir alles so machen. Würde ich für gut befinden, glaube ich. Also, lass uns mal bauen. Los geht's. Wir bauen erstmal ein paar Flöers, ne? Entschuldigung. So, ach ja, guck mal hier. Mein Dingens kann ja auch noch irgendwo hin. Das wäre auch geil. Wenn wir es draußen an der Tür ranmachen würden oder so. Das machen wir gleich. So, pass auf. Flöer. Dann den hier. Und bauen uns einfach. Guck mal hier, aus Planken hätten wir auch bauen können oder so. Aus Welldingens. Hier. Brick. Wände. Aber wir müssen dafür noch eine Brick Station bauen. So. Machen wir erstmal Woodfloor. Ja. Klasse. Weil wir keinen Hammer dabei haben. Klasse. Und Hammer so. Aber, lass mal ganz kurz schauen. Wo wir gerade dabei sind. Story. Wie können wir die... Ach so. Und wie kann ich den jetzt ranmachen? Gar nicht. Warte mal, den habe ich doch hier. Schade. Gibt es denn hier Haken oder so, die man machen kann? Das ist schade. Dann lass uns den mal hier abschmeißen kurz. Unsere Eitrophäe. Wir brauchen dafür unbedingt einen Haken. Wie kann man denn Haken machen? Guck mal, da ist schon eine Kiste runtergefallen. Gott sei Dank hier. Kein Problem soweit. Hier finden wir die immer wieder. Ja, das Wetter wird wieder schön. Das heißt, wir müssen gleich wieder eine Drehpause einlegen. Das ist ja Wahnsinn. Ne, da wir noch gar keine gemacht haben, kommen dann immer noch ein paar
Bäumchen nochmal mit schnell. Aha, mehr geht auch nicht. Gut,